Ja, ich ziehe meine Maske jetzt ab, auch wenn im Rhein-Pfalz-Kreis oder im Kreis Germersheim, wo wir eigentlich jetzt sind, nämlich in Lingenfeld, das ist das Kreis Germersheim, die Inzidenzzahlen wieder recht hoch sind, ne? Aber recht ungefährlich, ne, noch, ne? Denn die Krankheitsrate ist sehr gering. Und zu Gast bin ich bei Herrn Reinbold, der vor einem Monat etwa, glaube ich, so lang ist es her, ne? Die Heimatstube eröffnet hat. Am 17.09., genau. Heimatstube, was ist das eigentlich? Müsste man nicht sagen Heimatmuseum? Das ist eine schöne Frage, die wird immer wieder gestellt. Ja, der feine Unterschied ist, dass eine Heimatstube ehrenamtlich geführt wird. Ein Heimatmuseum gibt es in der Regel Festanstellungen. Sie machen das ehrenamtlich Genau. und seit einem Monat ist es eröffnet. Aber wie gesagt, Sie sammeln schon eine ganze Weile Exponate. Ja, seit knapp 5 Monaten diese Exponate. Erst hat es angefangen, also mit der Idee überhaupt, eine Heimatstube zu machen, kam der Bürgermeister, der Herr Kropfreiter, als auch meine Person. Und ja, die Geschichte sagt mir, dass vor vielen Jahren die Idee schon da war. Man hat also knappe 25 Jahre darüber nachgedacht und abgestimmt und justiert, aber es kam nie zur Umsetzung. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt die Umsetzung haben, denn das Ganze ging jetzt in knapp 5 Monaten eigentlich über die Bühne. Ja, Sie machen das ehrenamtlich, haben Sie Ja. gerade gesagt. Was sind Sie eigentlich vom Beruf? Von Beruf bin ich leidenschaftlicher Rentner. Ja. Rentner, der sich um einige Sachen bemüht. Am Hofgraben bin ich Bachpate. Hier darf ich das Heimatmuseum führen, säubern, leiten und ergänzen. Also recht mit dem Ort verbunden? Richtig mit dem Ort verbunden. Ich wohne seit 28 Jahren in Lingenfeld und konnte die ganzen Jahre über, wo ich natürlich noch als Sozialpädagoge tätig war, in der Jugendhilfe bei der Stadt Ludwigshafen, da ging es einfach nicht. Und ich habe mir fest vorgenommen, wenn ich mal Zeit habe, dann gebe ich ein bisschen was von meiner Freizeit zurück. Ja, ist so Motivation gewesen. Was bedeutet Heimat für Sie? Jetzt kommen wir ein bisschen in den theoretischen Teil rein, erstmal. Heimat ist dieser Ort oder diese Landschaft, wo ich mich wohlfühle, wo ich angenommen werde, wo ich so sein kann, wie ich bin und ich mich hoch identifiziere mit diesem Breitengrad, mit diesem Ort. Jetzt Lingenfeld lag am Rhein, aber ist schon viel länger besiedelt als die Rheinbegradigung. Erstmal urkundlich benannt wurde Lengenfeld, damals 1063. Und mit Sicherheit gab es auch davor schon Zeiten, wo Lingenfeld Also da Menschen haben war. sicher vorher schon dort Genau, hier also die gewohnt. Kelten, das haben wir ja auch gesehen in der Altrheinlandschaft, gibt es ja unheimlich schöne Baggerweiher und damals hat man Kies ja auch gefördert, abgebaut. Und da gab es die wahnsinnige, tolle, beeindruckende Funde, sei es der Hottfund oder, also der Römerfund, da gab es so viele schöne Sachen. Ja. Also Lingenfeld ist in der Tat wesentlich älter. Auch das Brünnel ist ja noch da, was von im Thonbergwerk zu besichtigen ist. Da gab es also auch wirklich die Römer, die sich da diese Tonsachen brannten. Die Exponate in Ihrem Heimatmuseum sind nicht ganz so alt, oder was haben Sie an allen ältesten Funde hier? Also jetzt momentan ist das älteste Stück 1719. Das ist von Familie Spann, ein schöner Dachbalken. Aus dem Jahre 1719. Ich habe die letzte Woche mit der Frau Hühnerfaute, mit Dr. Himmelmann gesprochen und die haben mir definitiv zugesagt, dass unsere Heimatstube Lingenfeld, und da strahle ich und bin unheimlich froh drum, wir haben die Zusage erhalten, dass wir im Februar 2022 mehrere Exponate kriegen, die aus der Römerzeit stammen. Und da hat die Die Frau. dann derzeit in der Landesarchäologie aufbewahrt werden, nehme ich Exakt, an. Ne? Ja, exakt, ja. exakt. Ja. Sonst ist der Schwerpunkt eher das 19. Jahrhundert, glaube ich, gell? Ja, also 20. wenn man, ich sage jetzt mal von 1719, also bis eigentlich 1950, da ist so die Grenze, wo ich dann sage, ja, ob es dann noch in die Heimatstube kommen muss, ich glaube, das ist dann woanders auch besser Das ist untergebracht. dann eher die Leute, die ihren Sperrmüll entsorgen wollen. Die nehmen sie nicht. Nee, also das Sperrmüll nehmen wir auf keinen Fall. Also bevor wir hier eine Zusage kriegen, ich hole es ab oder so, dann werde ich immer mal ein Argusauge drauf werfen, dass auch
keine Holzwürmer oder Maden oder was auch immer da drin ist. Wir werden dann auch einen kurzen Gang durch die Heimatstube machen natürlich. Was sind denn so an auf welche Exponate sind Sie denn besonders stolz, sage ich jetzt mal so. Wenn ich jetzt sage, auf alle, dann würden Sie sagen, Herr Reinbold, machen Sie es doch etwas konkreter. Ja. Also ich bin erstmal stolz auf jetzt momentan 222 Unikate, die wir bis heute hier haben. Und darüber hinaus, also zur Rechten steht ein Kinderwagen von 1880. Sowas habe ich vorher noch nicht gesehen, bis dann die Frau Edith Kohler dann gesagt hat, sie hätte so einen Kinderwagen, ob ich den haben wollte. Das sind so Sachen. Eine römische Speerspitze ist mir die letzte Woche überreicht worden, 1800 Jahre alt. Das sind so Funde, wo ich da einfach sage, die sind beeindruckend. Hier gibt es eine Originalurkunde von... Die könnten dann auch im Landesmuseum landen. Die könnten jederzeit im Landesmuseum halten. Die würden bestimmt sehr gut hinpassen. Ja, aber ich bin stolz, dass wir sie hier haben. Und da gibt es eine Originalurkunde für einen Bürgermeister, der 1850 hier zum Bürgermeister vom Königlichen Bayerischen Amtsgericht berufen wurde. Und das sind so Sachen, wo ich dann einfach sage, ich strahle eigentlich nur noch her. Ja, dann macht man nochmal einen Rundgang dann auch, ne? Ich kann es nicht oft genug erwähnen, was Alfons Heil für Lingenfeld damals alles geleistet hat. Er hat nicht nur die Schulbank gerettet, bevor man sie verschrottet hat. Die Uhr ist noch genauso erhalten zu der damaligen Zeit, das Pausenzeichen gemacht hat. Und Alfons Heil hat 25, 30 Jahre von seinem Leben intensiv in Museen, in Archiven verbracht und hat eruiert, was Lingenfeld an Historie hat. Und es ist schon einfach beeindruckend an der Stelle. Kann man nicht oft genug dem Alfons Heil danken. Wie waren Sie denn in der Schule, wenn ich dann immer so einhellig höre, ja, ich war sehr ordnungsliebend und ich war regelkonform, da sage ich immer, da können wir nachgucken, ob das wirklich wahr ist. Also hier gibt es sogenannte Zensurbücher und Protokollbücher, die zurückgehen bis 1842. Es hat nicht nur Tabak hergestellt, wir hatten auch eine Ziegelei hier mit dem Vermerk, dass auch die Lingenfelder Ziegelei damals Tonziegeln verarbeitet hat, die heute noch auf dem Schwetzinger Schloss sind. Hier haben wir noch eine Garnitur für die letzte Ölung. Wie Sie ja wissen, gab es ja nicht wie heute ein Hospiz, sondern viele Leute sind ja zu Hause auch gestorben und dann gab es nochmal die letzte Ölung. Also hier haben wir von St. Martinus, von der katholischen Kirche, zwei ältere Uhrzeiger, die damals auch an dem Kirchturm befestigt waren. Über 200 Bildern, das ist die Historie von Lingenfeld. Ich erlebe immer wieder, dass sich die Menschen darin wiedersehen als kleines Kind oder auch die Eltern und die Großeltern. Ja, um 1900 herum hatte Lingenfeld 14 Bier- und Weingaststätten. Im Vergleich zu heute eine riesengroße, hohe Zahl. Also hier haben wir auch noch das alte Wappen von 1841 bis 1964. In der Schule haben mir die älteren Jahrgänge erzählt, war es so, dass man damals das gelernt hat, dass in Lingenfeld würde 3 Jahre hinterm Mond liegen. Ja, Lingenfeld, was macht Lingenfeld, das heutige Lingenfeld aus? Die Lage ist einfach schön. Es ist wirklich eine begnadete Ortschaft, die wunderbar in der Altrheinlandschaft liegt. Die Geschichte, die immer noch da ist, macht es aus. Auch wenn Sie sagen, was ist heute Lingenfeld akut? Es gibt Hopplerstellen, die der Bürgermeister und ich auch ins Leben gerufen haben. Wo auch die Historie nochmal zu sehen ist, sei es von der Kirche bis hin zu Denkmälern oder auch der Galgenplatz und dergleichen mehr. Also mittelalterliche Sachen, neuzeitliche Sachen, ein bisschen mehr werden. Wir haben natürlich schöne Stellen auch an den Bachläufen. Zweifelsohne, wir haben hier einmal die Trusnach, wir haben hier den Hofgraben oder auch im Volksmund Gnadebach genannt. Und es sind natürlich zwei unheimlich schöne kleine Bäche, die auch gesäubert, aktiviert werden müssen und dergleichen mehr. Aber auch die haben eine schöne Geschichte.
Ja, dann wünsche ich Ihnen, Herr Reinbold, alles Gute, auch natürlich für die Zukunft und alles Gute für die Heimatstube. Vielen Dank, ganz arg lieb von Ihnen.